Komm. Ich passe nicht durch, aber du. Bist du irre? Ich zwäng mich doch nicht durch das winzige Loch. Du zwängst dich auch in noch engere Jeans, Em. Wie bitte? Ist dein Talent. Vergiss es, Dummi. Das fällt aus. Außerdem hockt dieser Irre bestimmt direkt dort unter dem Fenster und macht uns dann zu Pina Coladas. Okay, schön. Auf geht's. Ich werde hacken und werde... Los, mach jetzt! Los, mach jetzt! Ich bin gut, aber nicht so gut. Trotzdem danke. Tja, Matt, wenn du nicht springen kannst, was sollen wir tun? Ich weiß nicht. Gott, alles ist total demoliert. Ich glaube, da wusste einer genau, was er tut. Auf jeden Fall, nur keine Panik, Em. Wir müssen uns erstmal umsehen, was es hier so gibt, was wir für Hinweise entdecken. Chaos. Das Ding war ja schon vorher eine Bruchbude. Und jetzt? Okay, da ist ein Funkturm auf jeden Fall. Da könnten wir Hilfe anfunken. Irgendetwas müssen wir doch tun können. Feuerwachturm. Hey, du Held. Vielleicht sollten wir die Seilbahn in Gang bringen und etwas unternehmen. Die. Na, ich finde es mit dem Feuerwachturm schon eine ganz gute Idee. Wirklich freundlich. Ach, so grottig. Grottig freundlich. Was haben wir da noch? Ah, das wird nicht funktionieren, nehme ich an. Zustimmen, wir brauchen das Funk. Gehen wir zurück. Ja, da stimme ich ja zu. Wir benutzen das Funkgerät und rufen Hilfe. Irgendwer empfängt sicher das Signal. Oh, wow. Jemand hält sich endlich mal an die Regeln. Was? Welche Regel? Regel 1, Emily hat immer recht. Regel 2, alles andere ist egal, denn Emily hat immer recht. Aha. 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 Apropos, ich möchte nochmal bei meinem Totem schauen. Ach, jetzt hier, das zweite haben wir jetzt gefunden. Ah. Pam. Autsch. Das sieht nicht so gut aus. So, Wölfe. Na, dann müssen wir zurück zum Feuerwehrturm, oder? Oder wohin? Da lang bestimmt. Oh, Moment. Ach. Was geht bei dir, Süße? Ich hole uns hier raus, Mr. Blödbirne. Oh.
Mr. Blödbirne. Ist ja sehr freundlich. Ach hin, Frau Zicke. Meine Güte, meine Güte, meine Güte. Was haben wir hier Schönes? Du kommst mit mir, Benny. Ich komme ja schon. Komm runter, auf diesem Weg kommen wir hier raus. Wow. Alles klar? Vorsichtig. Ja, danke. Weißt du, geh doch vor und beschütz mich. Okay. Okay, vorsichtig. Okay. Oh mein Gott. Gleich da. Gleich da. Meine Knie sind ganz weich. Gleich runter. Wow. Ich runter gucken. Okay. Heiliger Strohsack, zum Glück ist das vorbei. Ja, aber echt. So, wir müssen jetzt weiter nach oben. Treppen steigen ist immer gut. Okay, hier haben wir wieder so ein ziemlich großes Gebiet. Oh, da liegt was. Noch ein Totem. Gelbes. Führungstotem. Okay, wir sollten so eine Leuchtpistole mitnehmen. Das sollten wir auch mal auf Emily hören. Was, wenn es nicht funktioniert? Was? Ach, das Funkgerät. Das wird es. Aber okay, falls nicht, brauchen wir einen Plan. Vielleicht können wir ja runterklettern. Wo runterklettern? Den Berg. Ist das dein Ernst? Ja. Was ist das Problem? Wir sind ja nicht in einem Flugzeug. Ist fast dasselbe. Es ist stockdunkel. Hey, vielleicht müssen wir ja gar nicht. Glaubst du, der Psychopath gibt einfach auf und haut ab? Nein. Aber suchen wir uns doch ein Versteck. Oder warten ab. Und bis morgen früh finden wir bestimmt eine Lösung. Wir verstecken uns nicht in der Lodge. Das erwartet ihr nämlich von uns. Meinst du? Ja, könntest du recht haben. Eieiei. Um die Zeit hier abends lang kriechen. Ich weiß ja nicht, ob das so prickelnd ist. Die geht nach rechts. Hier können wir auch nach links laufen. Moment, M. Gib mir mal ein bisschen Licht. Das machst du schon super. Wow, was ist denn das für eine Hütte? Wow. Ach. Hinweis entdeckt. Beths Handy. Ach, wow, ist ein Ding. Das ist Beths Handy. Ich dachte, die Polizei hätte das Gebiet abgesucht. Na, das haben sie wohl übersehen. Anscheinend. Das war ja gar nicht mal so gut abgesucht. Geht's hinten auch noch weiter? Nee. Dann gehen wir vor. Okay. Gut, Beth, ich komm. Ich komm schon. Da ist sie. Oh je, oh je. Oh. Danger. Ja,
Aber Matt, wenn ich die Wahl habe, verbringe ich den Abend lieber nicht damit, von einer verschneiten Klippe zu stürzen. Okay. Wow. Matt, was ist das? Scheiße! Shit! Oh je, oh je. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße. Was sollen wir denn jetzt machen? Oh mein Gott. Die badet. Und das steht da doch schon. Hallo? Leute? Was treibt ihr da draußen? Wollt ihr spannen? Okay. So, jetzt sind wir mit Sam hier. So. Dann schauen wir mal. Gehen wir mal raus. Mit der Guten hat der genug gebadet. Was uns hier draußen so erwartet. Halt, da war noch was. Oh, das wollte ich auch noch einsammeln. Chris? Können wir bestimmt jetzt. Josh? Oh, verdammt nochmal, meine Klamotten, wirklich? Wer auch immer das war, bekommt von mir kein Weihnachtsgeschenk. Wirklich nicht cool, Leute. Überhaupt nicht cool. Solche Wollsocken. Was zum Henker? Das ist ein Luftballon, oder? Ist ja komisch, das steht die ganze Zeit da. Ah. Wir sollen wohl da rausgehen. Es sind überall Kerzen aufgestellt. Oi. Wow! Meine Fresse! Alter! Ei. Chris, Mike, Emily, das geht jetzt langsam echt zu weit, okay? War alles echt witzig. Haha, seht euch Sam an, wie sie im Handtuch rumläuft. Aber können wir die Sache jetzt bitte beenden, okay? Reicht es euch? Und da sind die Luftballons, die mit den Pfeilen zeigen, wo sie überall langlaufen soll. Das machen wir einfach mal, dumm wie wir sind. Okay, wenn ihr mir Angst einjagen wollt, ratet mal, ihr habt gewonnen. Noch weiter nach unten. Ich wusste gar nicht, dass es hier so tief geht. So viele Treppen. Wo seid ihr bloß? Das ist schräg. Hey, da kommt er. Hey, Leute, kommt schon, ich will nicht mehr. Jetzt hört gefälligst damit auf und redet mit mir. Hallo, Samantha.
Suchst du nach mir? Ich glaube, deine Suche wird nicht sehr erfolgreich sein, Samantha. Du wirst nur das sehen, was ich dir zeigen will. Und ich habe dir eine Menge zu zeigen. Was ist denn hier los? Öffne die Augen. Oh mein Gott! Eine wahre Augenweide, nicht wahr? Eine hübsche Bademix. Glaubst du, sie weiß, was ihr bevorsteht? Glaubst du, das waren die letzten schönen Momente im Leben dieser Kreatur? Warum zeigst du mir das hier? Warum siehst du hin? Josh! Wie fühlst du dich dabei? Oh mein Gott, was hast du getan? Ich gebe dir noch 10 Sekunden. 9. Nein! 7. Bitte! Weglaufen, Vase werfen. Ja komm, weglaufen. Springen, verstecken. Nein! Greifen! Treten! Oh, verdammt! Wird kein Event versaut! Der Golfschläger, der Golf. Da, nimm den. Sam, versteckst du dich? Sam, warum das Unvermeidbare aufschieben? Ich bin nicht da. Bleiben. Wenn du glaubst, du könntest mir entkommen. Weißt du nicht, dass ich dich riechen kann, Sam? Ja, ich rieche deine Angst. Bleiben? Hab dich. Oh, verdammt! Nein! Jawohl! Aufdrücken, ziehen. Ach komm, ziehen wir das Ding. Ach, da ist doch einer. Haben wir Glück? Hoffentlich. Wow. Autsch. Na, sehr geil. Wo sind wir jetzt nur gelandet? Oh mein Gott. Verstecken. Ich versteck mich lieber. Das hat bis jetzt ganz gut funktioniert. Nein, pass auf. Wenn du dich anstrahlst,
Scheiße! Scheiße! Ach, Kacke! Laute Schreie. Tja, das war aufregend, nicht wahr? Sehr gut! Dein Spiel läuft anscheinend wirklich gut. Ja, all der Fortschritt beim Erforschen des Ursprungs deiner Angst. Und du setzt ihn einfach zum Schlechten ein. Deine überwältigende Angst vor Dingen, die tot sind. Du hast sie gegen die Menschen gerichtet, die du so verzweifelt quälen willst. War es das denn wert?